Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wie baut man was? Und heute bauen wir mal wieder ein modernes Haus. Lange ist es her und so sieht es aus. Wie man das Ganze baut, das zeige ich euch jetzt. So, für unser modernes Haus brauchen wir erstmal weißen Beton, Quarztreppen, Quarzstufen, Steinziegel und Fichtenholzstufen. Aber wir fangen mit Steinziegel an. Wir setzen erstmal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 lang und 2, 4, 6, 8, 10 breit. Und das Ganze können wir jetzt erstmal zuziehen. So. Und 4 Blöcke hoch machen. Also so 1, 2, 3, 4. So. Jetzt haben wir das Ganze 4 Blöcke hoch gemacht. Jetzt müssen wir uns überlegen, von welcher Seite gucken wir drauf. Also wenn ich von hier auf die Häuser drauf gucke, also auf die Frontseite, nicht von hinten, dann gehen wir nach links und lassen hier einen Block und die zwei machen wir raus. Dann gehen wir nach rechts, lassen hier den Block stehen und machen hier einfach mal so 4 mal 3 raus. Das wird später eine Garage. Hier kommen wir später hoch. Okay. Gut. Jetzt können wir hier erstmal so Fichtenholz reinmachen. Und wir können so erstmal einen ganzen Fichtenholzboden hier reinmachen. So, jetzt ist der ganze Boden drinne. Jetzt nehmen wir mal unsere Quarztreppen und gehen nach ganz hinten außen an die Ecke. Und hier machen wir so 1, 2, 3. Also einmal so ins Eck. Dann machen wir 1, 2, 3 weißen Beton und wieder 1, 2, 3 um die Ecke. Dann wieder einen weißen Beton, einen freilassen, einen weißen Beton. Dann wieder so um die Ecke. Dann einen weißen Beton. Hier machen wir dann so 3 Treppen hin. Wieder einen weißen Beton und wieder so um die Ecke. Dann wieder 1, 2, 3 und wieder 3 Treppen um die Ecke. Also es sind immer so einmal Treppen um die Ecke, 3 weißen Beton, 3 um die Ecke, 1 weißen Beton, dann hier 3 Treppen so, 1 weißen Beton, wieder 3 Treppen um die Ecken. Hier kommt die Tür rein, wieder 3 Treppen und auf der Rückseite machen wir hier gleich weiter. Machen wir 1, 2, 3, dann wieder 3 Treppen. 1, 2, 3, dann wieder 3 Treppen, einen weißen Beton, 1, 2, 3 Treppen, einen weißen Beton und wieder 3 Treppen um die Ecke. So, das ist das Grundgerüst von unserem Haus. Okay, jetzt gehen wir hin, machen dieses Haus 2, 3, 4, 5 hoch. So, den weißen Beton können wir jetzt mal überall auf 5 Blöcke machen. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Geht ganz, ganz schnell. So. So. Oben machen wir jetzt wieder Quarztreppen rein. Und zwar wieder so wie unten, nur umgedreht. So, hier nochmal. Und hier nochmal. Hier nochmal. Hier nochmal. Und fertig. So. Jetzt haben wir so unser Grundgerüst für das Erdgeschoss stehen. Jetzt brauchen wir noch eine zweite Etage. Die machen wir aber nur links. Hier rechts nicht. Nur hier links. Dafür gehen wir hin. Nehmen uns wieder weißen Beton. Und machen den hier wieder auf den weißen Beton drauf. Und diesmal nur 4 rein. Und hier machen wir einfach so drüber zu
Und wieder nur 4 rein. Hier auch. Und hier auch. So. Dann kommen wieder die Treppen so rum da rein. Hier nochmal und hier nochmal. So, dann haben wir hier die zweite Etage. Jetzt nehmen wir uns blaue Glasscheiben oder schwarze oder welche ihr auch immer wollt. Ich nehme jetzt mal schwarz. Nehmen wir schwarz. Schwarz ist besser. Machen die überall hier rein, nur nicht auf die Rückseite. So, jetzt ist hier überall Glas drin. Nur auf der Rückseite habe ich diese und diese freigelassen. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn wir müssen ja noch irgendwie eine Treppe nach oben bekommen. Und wenn wir hier überall Glas reinmachen, dann sind wir mit der Treppe immer im Fenster. Das ist ein bisschen doof. Deswegen habe ich genau diese und diese Ecke freigelassen. Denn hier können wir hingehen. Machen hier noch weißen Beton hoch. Und hier an der Ecke machen wir einfach so eine Quarzstufe rein. Dann haben wir da nämlich auch ein schönes Säulenmuster oder so eine kleine, ein kleines Deko-Element. So. Und wir können innen drin gemütlich eine Treppe bauen. Okay. Damit steht soweit unser Haus. Jetzt gehen wir hin, machen hier erstmal Fichtenholzboden rein. So. So, nehmen uns schwarzes Glas und machen hier eine Umrandung. So, das ist unsere Dachterrasse. Hier oben machen wir erstmal mit Quarzstufen einfach das Dach zu. So. Und machen nochmal eine Umrandung. So. Diese Umrandung machen wir hier auch nochmal. Also nur bei dem Nebengebäude und dem Gang. So. Wunderbar. So. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier eigentlich hochkommen, was mit der Garage ist und, und. Das ist gar nicht so schwer. Wir haben ja hier schon eine Aussparung gelassen oder einen Holzabschnitt. Den führen wir einfach 2 Blöcke weiter. Und dann gehen wir immer einen halben Block nach unten. Mit Fichtenholzstufen, genauso wie wir das oben auch haben. So. Jetzt das Ganze nicht so schön, aber wir bauen einfach Steinziegel drumherum. So. Hier ist es jetzt zu hoch. Ich möchte, dass immer eine Slab einen halben Block drunter ist und eine genau abschließt. Das heißt, wir müssen alle 2 Blöcke ein nach unten gehen. So, 2 Steinziegel, ein nach oben, 2 Steinziegel, ein nach oben, 2 Steinziegel, ein nach oben. Oder halt andersrum, ne? 2 Steinziegel, ein runter, 2 Steinziegel, ein runter. So, jetzt kommen wir da schon mal hoch. Okay. Jetzt brauchen wir Steinziegeltreppen. Wir lassen hier, ne, also hier den Block lassen wir und hier neben machen wir so Steinziegeltreppen verkehrt herum. Nur bis zur Garage. So, dass wir diese Kante bekommen. Das sieht ganz schön aus. Dasselbe machen wir hier nicht. Wir nehmen jetzt Steinziegelstufen, setzen die hier an und ziehen die einfach rum. So. Und dann machen wir überall nochmal einen drauf. So. Hier machen wir auch nochmal Steinziegelstufen.
Und schon haben wir unseren Gang nach oben und eine leichte Erhöhung als Geländer. Jetzt nehmen wir unsere Seelaterne und setzen die einmal hier unten direkt neben der Garage rein. Und da auch nochmal. Dann müssen wir uns jetzt überlegen, was ist mit der Garage, was ist mit dem Garten, was ist hier drinnen mit den Räumen und, und. Wir kommen jetzt schon mal so schön hier hoch und wir kommen hier rein. Aber wir brauchen noch Treppen nach oben und nach unten und wir müssen natürlich außen das Haus noch dekorieren. Die Treppen sind ganz einfach. Dafür nehmen wir Fichtenholz. So, Fichtenholz. Haben hier ja jetzt extra diese Ecke gelassen, ne? Also die haben wir ja weggemacht. Das ist von außen dieses Muster, was wir hatten. Da ist jetzt kein Glas drin. Und in diese Ecke kommt jetzt hier eine Treppe nach oben. Das heißt, wir setzen genau hier an. So. Machen so. So. So, bis hierhin. Dann brauchen wir jetzt noch Fichtenholzstufen. Machen hier neben eine Stufe. Und noch eine Stufe und da wieder eine Treppe drauf. Und dann sind wir oben. Hier oben können wir jetzt einfach so den Boden reinmachen. Mit Fichtenholzstufen. Und hier bei der Treppe, wir gehen nochmal runter, sehen wir, hier ist so ein Luftloch. Das schließen wir einfach mit einer Treppe so und hier mit einer Treppe so. Dann haben wir das jetzt zu und hier kommt man hoch. Hier müssen wir gucken, wie weit wir es machen können. So, zwei Slabs gehen, ein dritter geht nicht, dann kommen wir nicht mehr hoch und runter. Okay, die Treppe ist schon mal drinne. Im anderen Raum machen wir genau dasselbe. Das heißt, wir setzen hier wieder an, aber nicht nach oben, sondern wir wollen nach unten in die Garage. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken. Wir bauen die Treppe von oben nach unten. Wir setzen wieder hier in der Ecke an. Machen eine Treppe, noch eine Treppe, noch eine Treppe, noch eine Treppe. Und es reicht auch schon. Das geht nicht, dann müssen wir so machen. Okay. Sehr, sehr gut und sehr einfach. Jetzt kümmern wir uns um draußen. Wir haben unsere Garage, wir haben unser Haus mit Dachterrasse stehen, wir haben unseren Aufgang. Wir brauchen eigentlich nur noch ein bisschen Gartendekoration und Einrichtung. Hier außen würde ich einfach so ein bisschen Laub machen. Und zwar genau so. Die Säule bleibt frei und die Säule bleibt frei. Hier können wir ruhig noch ein bisschen rumgehen ums Haus. So. Wunderbar. Hier muss noch ein Garagentor rein. Da empfehle ich Trapdoors. Und zwar so, wir die hier hinlegen. Ein weiter weg. Mit einer Piste, irgendeinem Block eurer Wahl und einem Hebel. Und dann können wir nämlich so die Pisten machen. Hier einen Block hin. Abreißen. Fertig. Pisten hinmachen. Mit einem Block hier hin. Nicht fertig. Gerade gucken, dass ich nicht die andere Trapdoor erwische. Ah, okay. Ah, Mist, doch erwischt. Da müssen wir es so rum machen, von links nach rechts. Oh, das war noch nicht weit genug drüben. Nochmal. Also, wir fangen hier an. Eine Piste. Mit einem Block daneben, Hebel dran, drücken, erst die Pisten abreißen, dann den Block und schon steht die Trapdoor. Und dasselbe machen wir jetzt die ganze Zeit. So, jetzt nehmen wir noch Stein, ganz normalen Stein, machen den einfach hier vor und hier natürlich vor das Garagentor.
So. Dann nehmen wir noch ein bisschen Gras. Machen hier neben einfach so. Und schon ist unser Haus fertig. So, jetzt liegt es an euch, das Haus einzurichten. Aber hier einmal, wie ich es machen würde. Man kommt hier hoch, kann hier rein. Hat hier ein einfaches Wohnzimmer. Einfach eine Couch in der Ecke, ne? Eine Blume da, hier einen kleinen Tisch. Einen kleinen, naja, Tisch, der so an der Wand hängt. Kann hier rüber gehen, kommt in die Küche. Die hat eine Birkenholzfront. Hier ein Arbeitsplattenbereich mit Ofen, Dunstabzugshaube, Lampe. Ganz einfach. Ein paar Trapdoors, wo es runter in den Keller geht. Hier sieht man eine große Veränderung. Ich habe nämlich auf der Rückseite des Hauses diese Seelaternen alle zwei Blöcke weitergeführt. Damit ist die Garage beleuchtet. Und man hat so ein Symmetriemuster. Hier wird das Auto geparkt. Man kommt hier rein, parkt hier das Auto, kann aussteigen, hat hier seine Werkregale oder Werkzeugkästen. Hier unter der Treppe habe ich einen Durchgang gemacht, wo man so ein bisschen Sachen lagern kann. Dann gehen wir wieder nach oben. Hier geht es ja noch weiter hoch. Hier oben habe ich ein Schlafzimmer gemacht, ganz einfach eine Truhe da, ein Bett, Bild, einen großen Schrank, wo man in der Mitte Sachen aufhängen kann. Ein Endstab als Beleuchtung. Noch ein Bild. Hier geht es dann auf die Dachterrasse. Und hier habe ich einfach nur einen Schirm gemacht mit zwei kleinen Liegen. Und so sieht das ganze Haus am Ende aus. Von hinten ein wenig unspektakulär. Und vorne dafür umso besser. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann kannst du es ja gerne liken, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Auch kannst du gerne mal in den Merchandise-Shop gucken. Vielleicht findest du ja etwas, was dir gefällt. Von meiner Seite heißt es nur noch vielen, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Wie baut man was? Tschö mit Ö.